Hallo, grüß euch. Heute habe ich ein Mixed-Media-Projekt mitgebracht. Ich mache ein paar so Mixed-Media-Tags, hauptsächlich mit Aquarellfarben, ein paar Stempeln. Und als Start, damit ihr ein bisschen Textur kriegt und ein paar, sagen wir mal, interessante Effekte im Hintergrund, werde ich mit Gesso stempeln. Das Gesso ist nachher einfach ja von der Oberfläche anders als das Aquarellpapier, aus dem die Tags sind. Und dadurch kriegt man einfach einen interessanten Effekt oder ja, ein bisschen eine Textur. Also man sieht da nicht diesen Stempelabdruck, so wie wenn man das jetzt mit Embossingpulver machen hat. Aber ich finde halt, es schaut ganz spannend aus. Und man kann sie da ganz gut ausprobieren mit verschiedenen Stempelmotive. Und es macht dann Unterschied, welchen Gesso man hernimmt. Also ich habe nachher, wenn ich die Text gestalte, auch welche dabei mit dem schweren Gesso. Ich kann euch aber jetzt leider nicht mehr sagen, was welcher Gesso war, weil das schon so lange her ist, dass ich das Video aufgenommen habe. Da muss man sie einfach ein bisschen ausprobieren. Den Gesso, den ich da jetzt hernehme zum Stempeln, das ist dieser ganz normale von Liquitex. Aber ich mache unten sowieso die Links rein, welche Produkte ich hergenommen habe. Wenn man mit solchen Sachen wie Gesso oder Acrylfarbe stempelt, ist ganz wichtig, dass man den Stempel nachher kurz sauber macht, weil wenn man die Farbe auf dem Stempel trocknen lässt, kriegt man die wirklich ganz schwer wieder runter. Im Notfall, da ist auf jeden Fall mit Alkohol probieren, da geht es noch am besten. Da fällt mir gerade so ein, weil ich sage Acrylfarbe, ich glaube, das kann mit Acrylfarbe auch ganz gut funktionieren, so mit weißer Acrylfarbe. Funktioniert vielleicht nur mal ein bisschen intensiver dann wie mit dem Gesso, weil die Acrylfarbe einfach nicht so griffig trocknet wie der Gesso. Also Gesso ist ja wirklich als Untergrund gedacht, der ein bisschen eine Rauheit aufweist, dass man da ja mit Materialien drauf arbeiten kann, und Acrylfarbe ist in der Regel sehr, sehr glatt, wenn es trocken ist. Und da perlt diese Aquarellfarbe wahrscheinlich noch viel mehr ab. Ich verwende, wie schon gesagt, Aquarellfarben, um die Text zu kolorieren, und das mache ich wirklich ganz intuitiv und locker, und ich versuche überall ein bisschen Weiß vom Tag übrig zu lassen. Ich lasse die Farben verlaufen. Ich finde, das ist ein richtig schöner Teil von dem Projekt. Also mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Ich verwende meine großen Aquarellkästen, weil da habe ich wirklich die größte Auswahl drin. Ich habe verschiedene ich glaube, ich habe das schon mal verzeiht. Also ich habe zwei große Kästen, die sind aufgeteilt in warme und kalte Farbtöne. Und da habe ich auch zum Großteil große Näpfe drin, und die nehme ich halt immer dann her, wenn ich einfach größere Bilder mal und mit einem größeren Pinsel reingehe. Oder wie heute, wo ich einfach noch nicht so genau weiß, welche Farben ich hernehmen will und wirklich eine große Auswahlmöglichkeit haben möchte. Ich habe außerdem noch so einen Van Gogh-Kasten mit 48 Farben. Ich weiß jetzt gar nicht, da habe ich noch ein paar dazu. Die nehme ich auch ganz gern, wenn ich kleine Sachen mache, also wenn ich Stempelmotive koloriere oder wenn ich einfach bloß ein bisschen Aquarellfarbe irgendwo drauf brauche, wo ich eben auch keinen großen Pinsel hernehme. Ich mag auch gern diese Reisebox vom Van Gogh, aber eben eigentlich nur, wenn ich unterwegs bin oder draußen bin. Und was ich auch oft mache, ich stelle mir so je nach Saison, also Herbst, Winter, Frühling und auch Urlaub, einfach so eine Farbpalette zusammen, die mir gerade in dem Moment recht gut gefällt. Und da habe ich dann so ja einfach eine bestimmte Mischung benannt, die ich schön finde. Und eben nicht in so einem Riesenkasten, sondern einfach in einem kleinen, weil das dann praktischer ist, finde ich, wenn man nicht den ganzen Tisch voller Farbkästen hat. Ich werde oft gefragt, welche Aquarellfarben ich empfehle. Also ich finde die Van Gogh Farben sehr gut. Die sind Preis-Leistung ist da wirklich super, weil die so günstig sind. Ich habe ein paar Schminkefarben. Ich finde, Schminke mag sicher eine super Qualität haben, und ich nehme sie auch ganz gern her. Aber sie sind jetzt gar nicht so meine Favoriten, wenn es um Mixed Media geht. Weil Schminke gar nicht so knallige Farben hat, oder nicht die Farben, sagen wir mal, brauchen ein bisschen länger, bis man die aktiviert kriegt. Und ich
Also ist jetzt nicht mein 100% Favorit, sind aber wirklich gute Farben. Also ich nehme das Ultramarin zum Beispiel total gern her. Was ich auch total gern mag, sind die Farben von Rosa Gallery. Die kommen, glaube ich, immer ein bisschen mehr in Mode. Zumindest liest man in diesen Kunstzeitschriften, gibt es immer mehr Werbung und man sieht da mehr Künstler diese Farben hernehmen. Kann ich total empfehlen, gibt es auf Amazon, werde ich unten verlinken. Die sind im Preis mittlerweile schon gestiegen zu dem, was ich damals mir geholt habe. Aber sie sind nur wirklich günstig und ich finde, die sind echt total toll. Also ich mag die richtig gern. Auch ganz, ganz schöne Farben sind die von Mugello. Dieser Mugello Mission Gold Kasten. Ich glaube, der hat 32 Farben dabei. In der Tube sind die und kommt mit so einer Farbpalette. Habe ich, glaube ich, für um die 70 Euro gekauft. Ich weiß nicht, was der derzeit kostet, aber der ist immer mal ein bisschen teurer und ein bisschen günstiger. Da muss man mal ein bisschen schauen. Die Farben mag ich gern. Es ist, glaube ich, aus Korea. Die sind sehr, sehr intensiv. Also da braucht man wirklich gar nicht viel und man hat richtig viel Farbe auf dem Blatt. Die nehme ich einfach auch ganz gern zwischendurch her. Habe ich auch schon ein paar Lieblingsfarben, die ich dann von denen noch gekauft habe. Dieses Quinacridone Rot zum Beispiel finde ich total schön. Das Preußisch Blau ist auch sehr schön. Ja. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen schauen. Was ich meistens nicht so empfehlen kann, sind diese Billigkästen, die mit 48 Farben daherkommen. Die sind in der Regel von der Qualität her nicht besonders gut. Den einzigen Kasten, den ich jetzt wirklich nicht schlecht gefunden habe, das ist von. Das gehört zu Paul Rubens, sind diese Mai Liang Aquarellfarbkästen. Und die sind wirklich gar nicht schlecht. Also den Kasten, den ich jetzt gekriegt habe, da sind die Farben wirklich in Ordnung. Da kann ich natürlich über Lichtechtheit gar nichts sagen. Was ich da gerade hernehme, ist flüssige Kreide. Also das ist von Derwent, ein Kasten. Und ich habe mir den eigentlich gekauft für den Urlaub zum unterwegs zeichnen und sketchen und ich finde diese Textur, die man kriegt von der Kreide, echt toll. Ich verwende den Kasten eigentlich immer mit so einem Wassertankpinsel, weil da diese Bürsten vorn viel, viel stabiler sind wie von so einem normalen Aquarellpinsel und man hat dann mehr Druck, um diese Kreide anzulösen. Weil ihr könnt euch das nicht wie Aquarellfarbe vorstellen. Das ist wirklich so, man gibt da Wasser drauf und dieses Wasser versickert oder trocknet irgendwie sofort. Das rührt sie nicht mit der Kreide zu so einer Farbmasse an, sondern das bleibt wirklich immer trocken und man kriegt nur diese Farbe weg, die man quasi mit dem Wasser in den Pinsel reinrührt. Aber ich finde dieses intensive Schwarz ganz toll und auch die Textur, die man da kriegt. Diese Tags habe ich aus dem Canson XL Aquarellpapier geschnitten, weil ich, also gestanzt, kann man natürlich einfach herschneiden. Ich mag das gern als Basispapier, also gerade für solche Sachen wie Grußkarten, Artist Trading Cards oder solche Tags finde ich das ideal. Zum Aquarellmalen finde ich es überhaupt nicht gut, weil das die Farbe ganz wenig aufsaugt und man eigentlich, ja, man kann einfach nicht so arbeiten wie auf dem Aquarellpapier. Und ich bin jetzt nicht jemand, der nur Baumwollpapier verwendet, also ich verwende eigentlich fast nie Baumwollpapier. Aber da gibt es wirklich bessere, günstigere Papiere als dies. Für die Tags habe ich ja hin und wieder diese Chorfarben benutzt. Das sind die von Golden. Diese Highflow-Farben habe ich schon öfters mal erwähnt. Ich mag den Effekt total gern, weil die diese anderen Farbpigmente ein bisschen so auf Seite schieben, ist aber auch nicht bei jeder Farbe gleich. Also es ist schon so, dass man eigentlich in einem anderen Kasten vielleicht auch so eine Farbe hat, die diese Eigenschaft hat. Wenn man sie so ein bisschen ja, durchschaut. Zum Beispiel dieses Blau ist von Rosa Gallery. Die haben auch einige Farben dabei, die diesen Effekt haben, dass die andere Pigmente auf die Seite schieben. Und da ist jetzt eher so, die kämpfen so ein bisschen, ja. Da schiebt nicht diese Chorfarbe die Farbe von Rosa Gallery auf Seiten. Und deswegen ist es eigentlich mein
weiß ich nicht, ob das ein Must-Have ist, weil diese Farben sind unheimlich teuer und ich habe tatsächlich schon eine dabei gehabt, die in der Tube komplett ausgetrocknet ist. Es war wirklich gerade nur so an der Grenze, dass ich die mit aller Kraft ausquetschen konnte. Und das finde ich schon ein bisschen ärgerlich bei so einer Farbe, wo ich wirklich Heidengeld dafür zahle. Ich habe natürlich wie immer einen Blogpost auf meiner Homepage zu diesem Video. Da findet ihr auch Fotos von jedem Tag. Da kann man sich das am Schluss nochmal in Ruhe anschauen. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ihr habt das unten verlinkt in der Videobeschreibung. Ich werde öfters mal auf Instagram gefragt, wo ich diese Tags verwende oder warum ich die mache und was man damit tun kann. Also ich nehme die eigentlich immer her, wenn ich meinem Designteam Stempel schicke, dann kommt so ans eine. Da mag ich die total gern, weil das super praktisch ist. Das ist einfach ein bisschen ja, was Schönes und nicht einfach nur irgendein Notizzettel und es ist selber gemacht. Ich verwende es auch gern zum Geschenke dekorieren. Oder auf diesen Jute-Seiten in diesem Dina Weekly Journal, da weiß ich nämlich immer überhaupt nicht, was ich damit anstellen soll. Und da tacker ich manchmal einfach diese Tags drauf. Ich nehme es auch manchmal als Lesezeichen her. Und ich behalte mir auch oft welche, die mir persönlich gut gefallen, damit ich das nicht vergieße und damit ich vielleicht sowas Ähnliches nur mal machen kann. Ihr könnt natürlich solche Tags auch hernehmen, um bei unserer monatlichen Challenge mitzumachen. Bei uns gibt es in der Facebook-Gruppe, verlinke ich euch unten. Und ich teile es auch auf der Shop-Hauptseite und auf dem Blog. Jeden Monat ein Moodboard. Davon inspiriert kann man dann irgendetwas Kreatives gestalten, wo mindestens einer für unsere Stempel verwendet wird, den man natürlich ersickt. Und da könnt ihr einen 10-Euro-Gutschein gewinnen. Ihr könnt es entweder in der Facebook-Gruppe teilnehmen oder auf Instagram. Ich schreibe euch da die Details in die Videobeschreibung. Es ist da wichtig, dass ihr uns markiert und dass ihr den Hashtag verwendet, damit man es natürlich nachher auch findet. Genau, und vielleicht habt ihr Lust und macht es einfach den Monat mal mit.
Ja, meine Tags sind jetzt alle getrocknet. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was drauf stempeln. Ich verwende dafür ausschließlich schwarze Tinte halt, weil die sind eh schon so vielfarbig und haben relativ viel Textur. Ich möchte einfach die damit ja, fertigstellen. Einfach so eine Art Hauptmotiv auf das Tag drauf stempeln. Ich verlinke natürlich ja alle Stempelsets unten in der Videobeschreibung. Bei dem Tag verwende ich nur so eine Schimmerfarbe von Supervision, sind die Farben. Die sind so ein bisschen ja, granulierend und schimmerig. Und ich finde, das hat an der Stelle ganz gut gepasst, deswegen gebe ich das da einfach nur drauf. Auf alle Tags mache ich auch weiße Farbspritzer, beziehungsweise auf manche, da nehme ich dieses Elfenbeinfarben her. Das ist eine Acryltinte, die ist schön deckend und gleich flüssig. Man braucht also quasi nur den Pinsel eintauchen. Ich finde, diese Highlights erlassen die nur mehr ein bisschen, diese Farbe nur ein bisschen mehr hervorstechen. Ich verwende auch ein paar schwarze Farbspritzer und andere Farbspritzer. Einfach je nachdem, was ich das Gefühl habe, was dann zu dem Tag gut dazu passt. Bei dem Tag hat jetzt die Kamera einfach mal zum Aufnehmer aufgehört. Das habe ich leider nicht gespannt, deswegen seht ihr nicht, wie ich das fertig stempel, aber ihr werdet es einfach später, ja.
im Video sagt es auch nochmal, wie es fertig ausschaut. Also ich habe diesen Kreisstempel, glaube ich, nur zweimal mehr aufgestempelt. Für die schwarzen Farbspritzer nehme ich einfach Aquarellfarbe her oder ich mache das mit dem wasserlöslichen Aquarellbuntstift. Das seht ihr, glaube ich, später auch nochmal. Weil da kriegt man so ein bisschen kleinere Spritzer und mehr. Und das gibt einfach eine andere Textur. Deswegen verwende ich manchmal diesen Stift und löse so ein bisschen Farbe mit Wasser an. Und hier zum Beispiel habe ich mich nur entschieden, dieses Magenta zu verwenden für die Farbspritze, weil das im Hintergrund schon so schön da ist. Und ich finde, dann passt das ganz gut dazu. Ich habe, glaube ich, bloß ein bisschen Probleme, diese Flasche aufzukriegen. Das sind übrigens die Acryltinten von Schminke, aber die günstige Variante, also die Akademiefarben, weil ich finde, die sind schon okay. Was mich so ein bisschen stört, ist dieser Verschluss, da klebt dieser Pipettengummi immer auf der Flasche mit der Acrylfarbe. Und das ist ein bisschen lästig, finde ich.
Da ist jetzt nochmal das Tag, wo die Kamera vorhin ausgeschalten hat. Und hier seht ihr, wie ich mit diesem Pinsel diese Spritzer mache, weil da kriegt man halt einfach viele kleine Sprenkel und es gibt einfach einen anderen Effekt und deswegen nehme ich das auch manchmal her. Ich werde es auch noch auf ein paar mehr von den fertigen Tags noch drauf machen. Bei diesem Tag habe ich gefunden, dass diese Blätter einfach zu unauffällig sind und damit die viel mehr rauskommen, male ich die jetzt aus mit einem weißen Posca-Marker. Dadurch stehen die einfach mehr hervor. Ja, und das waren jetzt alle, die ich gemacht habe. Ihr findet die Fotos auf meinem Blog. Ich verlinke euch das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch ein richtig schönes Wochenende. Pfiat euch!